Was geht ab, Freunde der Sonne? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und mal wieder aus Frankfurt. Ich bin auf der Suche nach dem besten Döner Frankfurts und bin mal wieder bei Döner Kitchen, Freunde. Vielleicht kennt ihr ein oder anderes Video. Und ich bin natürlich nicht alleine. Darf ich vorstellen, YouTuber und TikToker, MBU. Was geht, Jungs? Einmal kurz vorstellen. Wen haben wir hier? Ey, was geht ab? Ich bin Emre, hier Yusuf, Burak. MBU, unser Kanal, wer uns kennt. Also AM steht für Emre, ja. BU steht für? Burak. Burak, der Einschware. Und? YU für Yusuf. Yusuf, bester Mann. Habt ihr Hunger, Jungs? Ey, ich hab noch nichts gegessen. Ich hab böse Hunger. Tolai hat uns gefragt. Der Jungs, wollt ihr ein Video drehen? Und gesagt, ja, kein Problem. 11.30 Uhr gehen wir los. Wie 11.30 Uhr? Ja, 11.30 Uhr gehen wir los. Wir frühstücken Döner. Döner Frühstück. Das erste Mal frühstücke ich einen Döner. Auf jeden Fall würde ich sagen, Bismillah und let's go in den leckeren Döner von Döner Kitchen. Auf geht's. Sieht hier alles ein bisschen komisch aus, aber die renovieren hier gerade. Das ist eine neue Öffnung. Wir sind hier in der Mainzer Landstraße 229 und hier entsteht so ein Food Court. Also hier sind so mehrere Läden. Salam alaikum. Servus Alexa. So, Döner Kitchen, hä? Grüß dich, mein Lieber. Grüß dich. Ich bin der Berg, ich bin der Geschäftsführer von Döner Kitchen. Wir arbeiten mit der Stützen der Hände zusammen. Das heißt, 4-5% von den Einnahmen, was wir halt hier einnehmen, geht an obdachlosen Menschen. Unser Fleisch wird frisch gesteckt, ist aus Entrecot-Fleisch. So, ich gehe mal in die Küche rein. Für all die Döner Kitchen kennen, dieser Döner Kitchen hat einen ganz anderen Flair, weil die machen ja auch immer frisch Reis. Und seit neuestem macht ihr auch Vollkorn-Steak-Pizza. Steak-Pizza, normale, auch in Weizen machen wir natürlich. Wir machen unsere Dürüm selber, so wie ihr das hier seht. Wird hier alles frisch vorbereitet. Okay, Berg, dann würde ich sagen, zauber uns mal was Leckeres, auf jeden Fall Döner. Die sehr Pizza gerne. Hört sich auch richtig gut an. Let's go, machen wir. Hier, Leute, gebt euch mal schön Steakfleisch, schön der Saft. Feierabend. Yusuf, erster Eindruck? Sieht richtig saftig aus, gell? Steakfleisch, gell? Ja. Sieht richtig saftig aus. Denkst du, wird schmecken? Ich habe hohe Erwartungen. Oh ja, Erwartungen. Ja. Emre, was sagst du? Super. Ja? Super. Hier so, das Geile ist, die braten das hier nochmal auf der Grillplatte hier an. Kriegt nochmal ganz arm mit roten Zwiebeln, sehe ich, gell? Ja. Kriegt nochmal einen ganz anderen Flavor. Ab sofort habe ich Ahmad gekündigt. Mein neuer Kameramann ist Burak. Wer einmal probiert, kann es nicht mehr lassen. Bismillah. Boah, diesen Geschmack habe ich doch vermisst, Leute. Was sagt ihr? Wirklich 1A top. Ja? Yeah. Yusuf hat direkt ganz Fleisch genommen. Ganz richtig lecker. Gut, gell? Ja. So, Berg, das ist der Vollkornteig, richtig? Genau, das ist der Vollkornteig. Für die Pizza jetzt, ne? Für macht ja auch immer frisch. Frisch, alles frisch. Hier eins muss man auch sagen, sehr übersichtliche Tafeln hier. Schön bunt. Also man kann hier ganz leicht seine Produkte auswählen. Ist ganz einfach. Sieht auch sehr gut aus, finde ich. Hier, Essen für einen guten Zweck. Stützende Ende, checkt es auf jeden Fall ab. Wir haben hier auf jeden Fall einen Messlöffel. Wenn man es in Brot haben möchte, kommt immer ein Löffel. Jeder kriegt... Also das ist so ein Messlöffel, genau. Eine Portion. Für einen Döner zum Beispiel. 180 Gramm ist es, ganz genau zu sein. Und da kommt auch schon das Fleisch drauf, wird dann schön vermischt, nochmal angegrillt, Feierabend. Ihr schmiert die Soßen auch wie in Berlin erstmal aufs Brot drauf und dann kommt alles. Ne? So sieht ein fertiger Steakdöner aus. Schon eine Maschine, sag ich ehrlich. Ich mach's spannend. Bevor ich zum Döner komme, probieren wir hier erstmal die Pizza, Freunde. Der Teig ist auf jeden Fall für Vollkornteig sehr gut gelungen. Bismillah, let's go. Oder Feierabend. Das schmeckt wirklich krass. Warte, also, warte, ich glaub dir nicht, das schmeckt, Digga. Mach dir schön dürüm. Doch, du hast recht. So, jetzt machen die Jungs erstmal den Döner-Teller-Check. MBU checkt den Döner-Teller bei Döner Kitchen. Bismillah, let's go. Ohne Fleisch. Boah, mit der Soße schmeckt das gut. Yusuf, was sagst du? Ich mag die scharfe Soße. Die scharfe Soße schmeckt gut. Ist die zu scharf oder ist die okay? Ist okay. Okay. Kann man aushalten. Geschmacklich nichts auszusetzen. Schmeckt alles gut, alles frisch. Burak, was sagst du? 10 von 10. Schön auf den Dürüm. Jetzt mal ehrlich, gebt euch mal. Gebt euch diesen Dürüm. Guck mal, mein Unterarm. Das ist schon eine richtig gute Portion, sag ich ehrlich. Hier, schön Vollkornbrot.
Bismillah. Oh, die Zitrone kommt ja ganz gefährlich an. Ihr habt hier nochmal so einen geilen Crunch von dem Brot, die grillen schon auf der Grillplatte an. Also zu dem Fleisch, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, das Fleisch ist sowieso 10 von 10. Es ist so ein geiles, leckeres, saftiges Fleisch. Also die wissen ganz genau, was sie hier machen mit dem Fleisch, brutal. Und in Kombination mit diesem crunchigen Brot, Vollkornbrot auch noch gesund angelehnt und die leckeren Soßen, Grillgemüse, Gemüse, alles frisch. Also schmeckt wirklich krass. Also soll ich auch nochmal sagen, zum Döner-Teller, Grillgemüse. Geil. Übertrieben geil. Ich lieb Grillgemüse. Und auf Döner-Teller sieht man das eigentlich nicht so oft. Oder allgemein in Dönerläden. Und auch keine Standard-Pommes. Ja, man, Pommes feier ich auch. Okay. Ja, einfach Kartoffeln geschält, gell? Brutal. So, Freunde, der Bell zeigt mir gerade, so machen die das Steakfleisch jeden Tag schön. Marinaden nehme ich an, ne? Genau. Wird eingelegt. Einen Tag lang, nächsten Tag wird frisch eingesteckt. So, Freunde, der Steak-Döner von Döner Kitchen. Bismillah und let's go. Oh, kommt schon mal richtig geil. Also für alle, die noch nie Steak Dönerfleisch gegessen haben, das ist so ein anderer Geschmack, aber im positiven Sinne. Ihr habt so ganz anderen Flavor. Das flasht mich immer wieder. Und wenn ihr auch geile Soßen habt, und da auch Respekt an Döner Kitchen, die Soßen sind wirklich gut. Und mit den roten Zwiebeln, ich liebe rote Zwiebeln, rote Zwiebeln geben auch nochmal einen ganz anderen Geschmack, finde ich, als diese normalen weißen Zwiebeln. 9,50 Euro kostet der Döner, aber ihr kriegt ja auch was geboten. Der ist voll, ja, ne? Weiß man, der wiegt schon so richtig stramm. Feierabend. Ich bin echt gespannt. Weißt du, was ich übertrieben geil finde? Dass alles nochmal so angebraten wird. Ja, da kommen hier so Röstaromen nochmal raus, weißt du, ja, was ich meine? Ja. Das schmeckt total. Das schmeckt man auch raus, ja. Und das schmeckt richtig geil. Beiß mal in die Masse rein jetzt, genau in diese Masse. Ja. Beiß genau hier rein, komm. Oh shit. Steak-Döner? Bismillah. Wow, das schmeckt, was das für eine gute Kombi. Jetzt ist eine sehr gute Kombi, geil. Auch gut, hä? Mhm. Wir kommen jetzt zum Schlusswort. Wir haben alles aufgegessen. Dass es schmeckt, weißt du, haben wir schon tausendmal gesagt. Danke. Ich habe ein, zwei Kritikpunkte. Erster Kritikpunkt ist, das Brot ist aufgegangen. Beim Dürrenbrot, beim Dönerbrot ist auch leicht aufgegangen. Was ich vielleicht mir noch wünschen könnte, würde, ist, dass ihr noch ein bisschen an den Soßen arbeitet. Geilere Soßen, irgendwas special, so. Weißt du, es gibt richtig geile Soßen auf dem Markt. Irgendwas, auf jeden Fall. Irgendwas Geiles, was noch mit dem Steakfleisch so harmoniert. Oder danke, dass ihr da wart. Auf jeden Fall, den Kritik nehme ich gut auf. Kein Meister ist von Himmel gefallen. Ich werde mich auf jeden Fall verbessern. Gut, dass es euch geschmeckt hat. Freut mich, dass ihr da wart. Auf jeden Fall, danke euch. Ich danke. Also, checkt den Laden ab und probiert den saftigen Döner. Ja, jetzt sind wir raus bei Döner Kitchen. War auf jeden Fall im Großen und Ganzen sehr, sehr, sehr lecker. Sehr, sehr saftig. Qualität. 10 von 10 kann man da schon geben, was Fleisch angeht. Wie gesagt, Kritikpunkt, habt ihr bestimmt auch gemerkt, das Brot ist aufgegangen. Das mag ich eigentlich gar nicht, das mögen die wenigsten, wenn das Brot aufgeht, da fällt die Hälfte so raus. Wisst ihr, was ich meine, das ist nicht so gut. Also es ist ein brutaler Döner, sage ich euch ehrlich. Habt die Qualität, ihr wisst, was ihr isst, ihr seht, was ihr isst. Checkt es auf jeden Fall ab. So Jungs, was sagt ihr? Döner Kitchen wirklich lecker. Der Steak-Döner war wirklich sehr lecker. Also dieses Steak-Fleisch habe ich gefeiert. Immer noch bessere Döner, die ich schon gegessen habe. Das war nicht der beste, den ich gegessen habe, auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, Top 10 wird der reinkommen, aber viel weiter höher auch nicht. Mal was anderes, fleischtechnisch und so, und das alles nochmal so anbrät, Zwiebeln, Gemüse, das finde ich sehr geil. Ja, ich kann mich den beiden nur anpassen, aber das Einzige, was halt mir nicht gepasst hat, war halt der Döner, das so trocken war. Das war's auch. Okay. Sonst hat alles gut geschmeckt. Pizza wirklich top. Okay. Pizza war sehr lecker. Ja, aber sei ehrlich. Ja, was? Mein Döner, den ich hier gemacht habe. Dein Döner? Wann hast du meinen Döner gemacht? Jetzt war es Dönerland. Ah, ja, oh, ja, ja. Achso, okay. Die Jungs sind auch inoffiziell selber Dönermacher. Ja, Mann. Ja. Und das ist der Chefkoch. Der Yusret. Yusret. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns aus Frankfurt. Checkt auf jeden Fall Mbuyo ab. TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, alles, was ihr wollt. Abonniert auch meinen Kanal, um mich zu unterstützen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns schon beim nächsten Video. Macht's gut, euer Tornay, Emre, Burak und Yusuf. Salam alaikum, ciao, ciao. Salam alaikum.